Wir suchen die Spielhalle. Finden wir gleich. Finden wir also, gleich. Also können wir mal Insider sagen, hier als Stadtrundführer, kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Schauen Sie, liebe Leute, schauen Sie, schauen Sie. Kaspars Onkel Čišek hat die Laternen installiert, der war verantwortlich für alle Laternen. Was passiert? Kaspar hat Leiter vergessen. Der dachte sich, oh Kurva, dann kommen die nicht so ganz oben drauf. Haben ihn bei Hälfte gemacht. Aber sieht gut aus. Der hat gesagt, Schatz, das ist neue Design, so muss das sein. Das ist moderne Kunst, wie man sowas nennt. Genau. Nur weil Kaspar Leiter vergessen hat. Aber Onkel Čišek hat gesagt, ja, okay, ich habe Leiter Design mitgenommen, aber nur die mit 4 Stufen. Ja, was soll man sagen, 4 Stufen. Man munkelt, dass da vorne in circa 30 Metern eine Spielhalle ist, die offen sein soll. Insiderwissen? Insiderwissen. Wir brauchen Kleingeld. Kann man da wechseln, denkst du? Wo? In der Spielhalle. Versuch's. Ja, also ich wechsle jetzt 50er, 50 Sotium. Ich fordere dich hinaus, heraus, in Airhockey. Airhockey? Wir nehmen diesen Tisch, der ist der größte hier. Viel zu groß. Das ist gefährlich. Lass mal. Ja, okay. So, ja, 1-0. Hey. 2-0. Edwin hat mich 9-8 abgezogen. Obwohl es am Anfang 4-0 stand. Subway Surfer. Hast du im Spiel vertieft? Das ist so ein Coin-Crusher oder Coin-Master, keine Ahnung. Das heißt, es schiebt immer die Münzen vor? Genau. Du musst mehrmals halt machen. Ich glaube, bei einmal passiert nichts, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Aber es kommt halt vor, wenn du irgendwie die perfekt positionierst, dass die nach und nach vorschieben und die ganzen Münzen, die sich da aufstauen, die kommen dann quasi raus. Also Leute, genau. Ich stecke jetzt erstmal einen rein. Aber guck mal, wenn das da oben drauf fällt, passiert eigentlich nichts. Aber wenn das genau da unten genau drauf das fällt, muss ich quasi vorschieben, weißt du mal? Aber und da siehst du die Menschen, die schon so auf Krise sind. Guck, so hast du das, du schiebst dich vor. Und so geht es mäßig. Ah, ja. Ja, da musst du halt mehr hintereinander ballern. Aber wenn du Glück hast, schmeiß mal ein paar Centmünzen rein, vielleicht geht's. Nein, 155, 444 und so weiter. Genau treffen. Oh, die JBL-Box könnten wir gebrauchen. Bei 777. Du musst halt mehr durchspielen, gib ihm. Du darfst halt nicht so stark, nicht so schwach machen. Du musst halt einschätzen. Ne? So, gib ihm, Edwin. Hier, komm, gerade. Nein! Fuck! Verkackt. Lass mal noch ein paar machen, aber frisch. Also Leute, ich schieb so einen Hass eigentlich auf diese Dinge, aber Edwin, ich geb dem Ding noch eine Chance. Bitte. Wird nix. Auf geht's, komm. Das Ding ist, greift die Kuscheltüre und lässt sie dann wieder los, sobald es oben andockt. Ein paar Körbe werfen, oder? Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab auch got the police busting at me, but they can't do nothing to us. Edwin probiert sein Glück nochmal in dem Spiel. Die ersten kommen schon. Der kam wieder zurück. Neun. 10, ich würde sagen, mies verdoppelt, oder? Verdoppelt. Jetzt gehen wir erstmal Döner essen. Komm, ich schmeiß nochmal. Hier in der Kante. Ah, Glücksspiel kann süchtig machen. Nee. Kiese. Edwin hat sein Cash wieder verballert. Naja, ich habe mein Cash immer noch da. Also, er geht mit 0 raus. Also, Spielhalle hat richtig Bock gemacht. Jawohl. Jetzt gehen wir erstmal was essen. Und danach zum Strand eine Runde chillen.